ist das schon quasi das Gerede für das Intro, wenn man will. Und wenn du klappst, dann geht's los. Aber ich bin ready. Peter ist auch ready. Hello, Big Boys and Girls. Willkommen beim Big Boys Podcast. Heute bei uns zu Gast der Herr Roman. Seines Zeichens, du bist das Social Media Team vom Summer Breeze Festival. Ich bin der beste Social Media Manager bei uns im Social Media Team und der Einzige. Und der Einzige. Sehr gut, sehr gut. Gar nicht mal so local, ne? Wir branchen ja in letzter Zeit aus, ne? Deswegen finde ich cool, dass wir mal wieder einen Gast aus dem Deutschland haben. Und ja, wie gesagt, fangen wir gleich einmal an. Du bist das Social Media Team vom Summer Breeze Festival. Und ich habe schon öfters gelesen, dass gerade ihr euch auszeichnet dadurch, dass ihr einen sehr engen und direkten intensiven Kontakt mit den Festivalgängern pflegt. Es bevorzugt direktes Feedback von den Fans so zu kriegen. Und gleich mal als Icebreaker-Frage. Was waren so die absurdesten Feedbacks, die du bis jetzt bekommen hast? Ja? Also absurd deppert oder absurd geil, ja? Wo du denkst so, wäre geil, können wir aber, kriegen wir leider nicht hin, oder einfach nur so, Bro, what the fuck, ja? Zwei Sachen fallen mir direkt ein. Erstmal moin und danke, dass ihr Ausländer in den Podcast lasst. Das war mit John aus England ja schon eine super spannende Folge, obwohl er Kölner ist. Ja, ja. Empfehlung, reinhören. Die spannendste Anfrage war, oder wo ich echt gedacht habe, what the fuck, das war tatsächlich die Frage nach dem Wetter 75 Tage vor dem Festival. Der Anspruch, so wisst ihr mehr als alle anderen. Und dann muss ich natürlich erstmal schlucken und überlegen, klar, was kann ich jetzt antworten, ohne dass ich mich irgendwie über ihn stelle, weil das will ich nicht, auf keinen Fall. Es kann auch wirklich jemand sein, der so nervös ist und irgendwas mit uns besprechen will, dann kriegt er halt trotzdem eine fundierte Antwort. Und die war von mir, das Durchschnittswetter in Mittelfranken ist im August immer so und so. Und da kann es halt passieren, dass die Gewittergefahr steigt, was bei unserem Festival echt jedes Jahr Thema ist. Und dann war das alles cool. Aber ich habe ihm auch noch geschrieben, wenn er irgendjemand findet, der das wirklich kann, 75 Tage vor dem Open Air das Wetter voraussagen, soll er sich nochmal melden, da kriegen wir irgendwas hin. Sehr pro. Und das Rohe, was manche Leute in den Kommentaren so rauslassen, wenn sie sich freuen, finde ich teilweise richtig geil. Also wenn es auch nicht unbedingt jugendfrei wird, wenn jemand sagt, wie geil, ich will mir den Schwanz wund wichsen, als Kommentar bei einer Bandankündigung. Boah, da muss ich erstmal durchatmen. Und dann hat er halt zum Beispiel einen Link gekriegt für eine Wund- und Heilsalbe von Amazon. Super, super. Und ich lasse dann den Affiliate-Link weg in der Antwort, wobei das eigentlich auch ein ganz guter Move wäre. Und allgemein, wenn es mich nicht so happy macht, sind Anfragen, die uns irgendeinen Vorwurf machen, dass wir doch mehr wissen müssten als die Öffentlichkeit, als die Allgemeinheit, als würden wir irgendwas Geheimnisvolles in unserem Festivalteam besprechen können, was total viel ausmacht in der ganzen Festivalsaison, und wir lassen es einfach nicht raus, oder? Okay. Deshalb haben wir irgendwann angefangen, wir begründen vorab für uns im Team jede Öffentlichkeitsarbeit mit einfach logischen Argumenten, logischen Inhalten, ohne dass man die vielleicht immer gleich so als erklärende Info mit dranpackt an Post, sondern wir bereiten das für uns im Hinterkopf vor. So, was kann gefragt werden,
was wir super gerne argumentieren. Preiserhöhung zum Beispiel, irgendwelche Anreisebestimmungen, das Abparken oder Autos in der Warteschlange, was passiert da, wie lange kann man warten? Das sind halt einfach mit logischen Beispielen zu beantwortende Sachen. Ja, aber das sind doch eher so FAQs in Wahrheit auch, oder? Genau. Kann man ja dann verweisen und kann sagen, ja, das fragen sehr viele Leute, der nicht denke, bitte verweisen auf die FAQ-Abteilung. Auch. Aber wenn die Informationsmenge zu groß ist, too long didn't read, ist halt voll am Zug. Und ich habe in meiner Arbeit beim Summer Breeze über knapp 6 Jahre jetzt viel runtergekürzt. Einfach weniger Info, immer. Parken, also, ja. Also es muss immer weniger sein, weil ich kenne es ja auch von mir. Ich will nicht sagen, dass jeder ein Überschriftenleser ist, aber wenn es nichts Weltbewegendes ist, dann will man schnell so Bullet Points am Anfang von einem Post oder so, ach, darum geht's, interessiert mich nicht. Und dann immer so, hier gibt es mehr Infos. Ja, stimmt. Ja. Ich meine, ich merke das ja auch bei mir selber, dass ich so über die Jahre immer ungeduldiger werde, ja, und ich dann denke, okay, wo steht das, wie viel Meter muss ich noch weiter scrollen, wird schon ein Finger weh, ja, aber ja, na, das ist schon cool, dass du den Leuten da so entgegenkommst. Salam, du Support. Darf ich zur nächsten Frage kommen? Auf jeden Fall. Cool. Du supportest ja, also zumindest was ich so gesehen und gehört habe, auch so Bands auf Tour schon so hin und wieder passiert, ne? Eben so, ja, mittlerweile der Weg an der Freiheit und so, ne? Und das heißt, du bist da ja auch schon ein bisschen rumgekommen. Und was würdest du sagen, welche Skills und Aktionen sind dir bei anderen Personen im Managementbereich so aufgefallen, wie du so mit auf Tour warst, wo du dir gedacht hast, geil, werde ich gleich mal kopieren und nehme ich auch mal gleich in mein Repertoire auf. Die eine Stelle, wo es alle Infos gibt. Die eine Zentralisierung der Informationen. Das heißt, ein Ausdruck der Tageszeiten auf einer Tour oder Telefonnummern, Uhrzeiten, damit man eigentlich genau wie bei Fans von einem Festival die FAQs. Ja. Weil 15 Leute auf einer Tour, da sind viele FAQs. Also tatsächlich. Das ist ziemlich hart. Vor allem jeden Tag. Was gibt es zum Essen? Wo gibt es zum Essen? Wo ist das Klo? Wann muss ich auf der Bühne stehen? Und genau diese Fragen an einer zentralen Stelle immer beantworten. Das kann man natürlich für sich ausmachen, ob das eine Chatgruppe auf dem Handy sein soll, irgendwas online oder doppelt und dreifach, dass es auf dem Handy verfügbar ist, online und auf einem Ausdruck im Tourbus. Das vereinfacht alles. Und dann so ein gewisses Lehrertum, was manche vielleicht negativ finden, aber ich habe tatsächlich 8 Semester Lehramt studiert in Karlsruhe und habe mir irgendwann gedacht, geil, diese Grundzüge der Pädagogik, die zählen halt einfach überall. So überfordert den nicht, der die Information bekommen soll, der soll nachher nicht so dastehen, was will der jetzt von mir, der soll wissen, was ich von dem will. Ja. Und ich hatte aber auch so ultra viel Glück, dass die Leute, mit denen ich auf Tour war, Kooperation ohne Ende bei allem. Also ich war da immer nur Teil des Teams. Man steht nicht drüber, aber man kann seinen Part im Team trotzdem irgendwie lehrerhaft übernehmen, indem man so die ersten paar Tage wiederholt, was man kommunizieren will. Und es auf einer Tour, sagen wir, die längste war 28 Tage am Stück ohne Off-Day. Da hat man aber nach 4 Tagen schon eine Automatisierung. Ja, voll. Und also voll die platte Antwort, aber der Spaß ist da total im Vordergrund, weil es macht keinen Spaß, von Nürnberg nach London in einem Rutsch fahren
Aber wenn die Leute dann miteinander klarkommen. Ja, voll. Und was mir jetzt auf Anhieb einfällt, wenn irgendjemand was nicht passt, dann soll er seine Schnauze halten. Weil, wenn jemand was nicht passt, was jedem nicht passt, meine ich. Also, aha, wenn eine Fahrt lang ist. Und es ist heiß. Und es ist heiß. Und ja, jemand sagt, es ist ja voll heiß. Oder wenn jemand sagt, oh, noch 6 Stunden. Und weil er das sagt, weckt er dich aus deinem Mittagsschlaf im Tourbus. Dann ist dieser eine Satz Gift für die Runde. So. Ja, voll. Dass es noch 6 Stunden geht, ist für alle. Es tat alles runter. Ja, voll. Und man kann es eh nicht ändern. Ich meine, ja, man kann ein bisschen schneller fahren vielleicht, aber bringt dann auch nichts im Endeffekt. Ja. Genau. Das ist so, ja, das hast du richtig erkannt. Und was machen wir jetzt mit der Info? Ah, du willst nur ranzen. Okay, passt. Ja. Und dazu kommt noch, dass es wirklich Menschen auf Tour gibt, die zu wenig auf Kommunikation setzen. So, die sind schlecht drauf. Dann darf der eine, vielleicht der Tourmanager, ruhig mal fragen, was denn los? Mhm. Ja, das und das ist kacke. Also es, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und da hole ich jetzt ein bisschen weit aus, dass es doch viele Leute gibt, die viel touren, die Touren als übel sehen. Mhm. Es ist halt nicht unbedingt alles so geil. Aber man kann sich's besser machen, indem man drüber spricht, wie man es besser machen kann. Wenn es den einen in der Band gibt, der nach Load-In 2 Stunden ganz allein in die Stadt muss, um sich ein bisschen abzukühlen, um einfach runterzukommen, finde ich es voll scheiße, wenn es eine Tourregelung gibt, die dem irgendwie vorschreibt, ja, was bist denn jetzt so, wir hängen doch jetzt hier alle ab. Nee, das passiert nicht. Man muss in der Gruppe jedem so viele Freiheiten zuspielen wie möglich. Wir brauchen dafür. Und dann eigentlich immer nur die Termine klar machen und dann jedem ganz klar machen von Anfang an, dass wenn er bei den Terminen da ist, kann er ansonsten immer am Start sein, wenn er das selber möchte. Ja. Dass man nicht alle immer auf Abruf hält. Dass es nicht so ein Bereitschaftsdienst ist den ganzen Tag, weil das geht ziemlich schnell auf den Sack. Nach ja, das ist ziemlich belastend. Okay, also wo es dann so Fixtermine tags übergibt, wie halt, okay, wir kommen mal wo an und laden mal aus und keine Ahnung, machen so schnell wie möglich Soundcheck und dann sind 2-3 Stunden Zeit und da kann ja jeder rumrennen und machen, was er will oder auch nicht. Ja. Zum Beispiel. Und um 20 Uhr treffen wir uns wieder alle und tun halt Abendessen, damit wir für die Show fit sind. Und jetzt als Beispiel. Ja. So in die Richtung. Ja, also das ist cool, Teamwork ja, ohne Ende. Mhm. Ja, ja. Sind so ultimative Basics, also aus dem Alltag auch. Sei halt kein Arsch und sag's jemand, wenn er sich so benimmt. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen ist halt einfach, es stimmt, weil erst rein und erstmal, da gibt es im Backstage das, ist ja mega geil, aber hey, die Karre ist noch nicht ausgeräumt. Mm. Das darf nicht passieren, vielleicht am Anfang 2-3 Mal, aber wie geil sich das anfühlt, wenn der Ablauf dann auch wirklich funktioniert, dann macht man so Challenges. Load-in heute, zackig, ja. 16 Stufen in dunklen Keller runterladen, nehmen wir einfach als Training, also so irgendwie so positiv bleibe ohne Ende, ja, dann wird Tour auch natürlich richtig geil. Weil dann hat man irgendwann mal die Pause, dass man an der Côte d'Azur mal kurz an der Autobahn mit Blick aufs Meer eine Viertelstunde abhängen kann. Und das sind dann auch die Bilder, die im Internet auftauchen. Ja. Boah, krass, die Band aus Würzburg steht jetzt am Mittelmeer. In der Sonne und die sehen, wow, die sind braun gebrannt von der Sommertour. Ja, weil sie halt am Morgen brutal früh aufgestanden sind, am Abend davor schnell eingeladen haben, damit der Van zur Übernachtung kommt und man dann 4,5 Stunden schlafen kann. So. Und es gibt Leute auf Tour, die das relativ schnell dann realisieren.
Und ich glaube, auf Tour fällt am ärgsten auf, was eine Band dann wirklich will. Aha. Auf einer Tour wird spätestens nochmal besprochen, was wollen wir mit unserer Band denn überhaupt erreichen. Voll. Ist es geil, 28 Termine durch Europa zu fahren im Sommer? Ich meine, ja, es ist, viele denken sich im Vorhinein schon, so, ja, natürlich geil und alles, ja. Aber du hast halt dann diese eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder Stunde, ja, für die anderen 23 Stunden am Tag halt ziemlich reingepusht wird, quasi, ja, weil eben du fahrst weit, du zahlst sehr viel, du schlafst nicht so gut, ja. Ich meine, ja, Tubus-Schlaf ist okay, aber ja, nix gewinnt gegenüber dem eigenen Bett für die meisten Leute, ja. Und das ist halt, ich finde Tour-Dokus und so sind schon cool, aber ich habe erst sehr wenige gesehen, die wirklich zeigen, wie furchtbar anstrengend und wie sehr das, also jetzt nicht an den Körper, aber einfach an den Geist geht, ja. Weil es halt die lange Strecken warten und dann schnell und intensiv was machen und dann wieder lange warten und so weiter und so fort. Und das ist was, wenn man das nicht gewohnt ist, oder ich glaube, ich bin mir sicher, sogar wenn man es gewohnt ist, ist es sehr, sehr, sehr schwer. Ne? Also ich habe noch tatsächlich nie in einem Interview von einer Band gelesen, dass es nur easy ist. Also ich glaube, ja, diese Datenlage gibt es nicht, dass es irgendeine Band sagt, Tour ist nur geil. Nein. Natürlich sagt eine Band, so viele Fans, so viele Städte, so viele Eindrücke, das ist geil, auf jeden Fall. Aber wenn dann doch das vierte Mal wieder jemand sagt, was, morgen fahren wir 512 Kilometer. ja, und dann sagt man zu dem halt die Fresse, dann sagt er halt auch du die Fresse und dann setzt man sich in den gleichen Van oder in den gleichen Bus. Und beide ist kochen. Logisch. Ja. Ja, das ist ein hart sein. Gibt es eine Tour-Doku, bei der du sagst, okay, gut, die ist echt so fühle ich das auch? Boah. So schnell gesehen nochmal. Ich kenne ein paar gute Tour-Dokus. Ja. Ja, ich kenne auch viele gute, aber wenige, oder halt eine, finde ich, eine gibt's, die halt wirklich diese wearing down Charakteristik hat. Welche wäre das bei dir? Das ist die Horse the Band World Tour. Auf der war ich. In Österreich sogar, in Dornbirn im Schlachthaus. Ja, weißt schon, ja. Und da hat sogar am gleichen Abend This Will Destroy You mitgespielt und die Tour habe sich kreuzt und in Dornbirn war dann einfach Horse the Band und This Will Destroy You gleich zusammen. Ich könnte mich auch total täuschen, dass ich beide Bands in Dornbirn gesehen habe, aber irgend sowas war da mal. Und der Sänger hatte doch gebrochenes Schlüsselbein. Die letzten paar Wochen, ja. Glaube ich, die letzten drei Wochen. Und sie haben es nicht abgebrochen, sie haben es trotzdem weitergespielt. Ja, ja, ich glaub, Schlüsselbein schon. Ja, okay. Abgebrochen. Ja, ja. Na, aber ich meine, die waren ja 3 Monate auf Tour und haben Asien, Australien und Europa gespielt. Selber gebucht allerdings und selber bezahlt. Ja. Und selber im eigenen Merch. Das war in Dornbirn auffällig, dass die Klamotten nach der Show war für alle Bandmitglieder eigenes Bandmerch. Aha. Und dann ziehen sie das wieder aus, so früh wie es geht, bevor es stinkt. Und es ist dann am nächsten Tag das Erste, was verkauft wird. Da bin ich mir sicher. Shit. Ja, aber wie sonst kommst du durch? Ja, weil die waren ja unterwegs zu siebt, ja, und das war ja der ganze Asien-Scheiß, das war ja alles mit Zug und Flugzeug und zwar fast jeden Tag, ja, insane, und das hat für mich
Ich meine, ja, das ist ein extremes Beispiel, aber das siehst du einfach von Episode zu Episode, weil ich glaube, das sind 10 Episoden zu einer Stunde oder so, siehst du einfach den menschlichen Verfall dieser 7 Personen. Ne? Also 5 Leute Band und einen Filmer und eine Fotografin haben sie dabei gehabt. Ne? Und siehst einfach, wie sie von Woche zu Woche nicht mehr so frisch ausschauen und sich gegenseitig schon ordentlich Stoff geben, was komplett normal ist, ja. Und dann spielen sie eine Coming Home Show in New York und du siehst einfach alle mit so diesem 1000 Yard Stare und dunkel schwarzen Augenringen und einfach alle. Voll shit. Hart. Ja, und die Konzerte waren ja viele ja auch alles andere als glorious. Also die haben ja dann auch in den wildesten Kellern gespielt und so. Ich meine, das waren Shows dabei, die waren natürlich, da waren 200 Psychopathen dort, die haben die Bude dann eingerissen. Ja. Aber ja, dann irgendwann waren sie in China und haben vorher 10 Chinesen gespielt. Die nicht gewusst haben, was da gerade abgeht. Ja, also sicher eine interessante Experience, aber ist das rewarding? I don't know. Ja. Es geht total in die Richtung, danach findet man es dann voll geil wahrscheinlich. Und mit danach meine ich 10 Jahre nach Bandbestehen. Ja. Dann sagt man so, krass, dass wir das damals überhaupt ausgehalten haben. Ja. Weil ich finde es schon krass, dass Bands aus Australien nach Frankfurt fliegen und dann die nächste Show ist einen Tag später und dann fahren sie 20 Termine durch, durch Europa. Und ich denke so, ja, meine längsten Flüge in meinem Leben waren so, dass ich danach auf jeden Fall eine Pause eingeplant habe von der Reise. Voll. Und anstatt Pause gibt es da dann eine 20-Tage-Tour. Touchdown. Geht schon, ja. Ich finde schon krass, dass australische Bands in Australien touren. Ja. Also der ganze Scheiß ist ja nur am Rand. Ja, du kannst überall entweder gefühlt 500 Tage rumfahren oder du fliegst jeden Tag. Ja. Heavy. Na gut, gehen wir weiter. Du hast ja vorher gesagt, Interview mit Herrn Euro John zu gesehen und für okay befunden. Ja, und der ist ja auch Mr. Euroblast, ne? Und dort hast du ja selber auch schon gespielt in deiner Band Fuck You and Die. Ich weiß nicht, ob du das jedes Jahr bist, ich glaube schon, bist du auch immer wieder dort als so eine Art Qualitätsmanager, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann man nicht so sagen mittlerweile. Okay. Ich war, glaube ich, 2012 das erste Mal. Mhm. Also bei mir war es nur Essigfabrik. Ja. Und mit der Band zweimal gespielt und glaub 3 Jahre am Merchandise geholfen und mich John gegenüber auch ordentlich aufgeregt, dass man in der dunklen Bude vorm Klo kein Merch verkaufen kann. Der Stand muss raus. Das war vielleicht einer meiner Kommentare, die an der Qualität vom Festival ausgehen. Okay, ja. Und dann habe ich später noch im Social-Media-Team geholfen, aber wollte auch absolut, wenn ich das ganze Jahr für ein Festival arbeite und dann im Oktober bei uns dann immer 6 Tage nach unserem anstrengendsten Wochenende, wollte ich nicht irgendwie dann für ein Festival arbeiten. Genau. Aber ich durfte immer kommen und habe ein super gutes Verhältnis mit John und Daniel und Alan und Andrea. Ja. Und alle, die ich jetzt vergesse, das ist tatsächlich halt voll geil, da zu sehen, was ihr auch angesprochen habt, der Community-Gedanke, dass man sich direkt einmischen kann und man weiß, wohin damit. Und das ist super gut bei dem Festival, dass man weiß, zu wem man sagen kann, ich habe da eine Idee und die wird dann auf jeden Fall wahrgenommen. Weil Qualität zu pushen beim Euroblast ging wahrscheinlich über Budget, aber die Qualität, die man in der Community rausholt, wie gut sich's anfühlt, das machen ja alle Leute. Wenn man da jemand hinsetzen würde, der sagt, was kann man hier besser machen bezüglich Publikum,
die sind gut drauf, die sind online aktiv. Da gibt es vielleicht nur Sachen, die in der Infrastruktur meiner Meinung nach anders sein könnten. Okay, verstehe. Falafelstand oder sowas. Nicht unbedingt alles frittieren, ja, zum Beispiel. Na, okay, weil ich hatte oft das Gefühl so, ja, okay, du bist dort und du bist schon noch Teil der Community, aber quasi, sofern es geht, deine Expertise wurde auch oder wird auch gefragt, eben weil du ja involviert bist bei einem recht etablierten Festival. Und da wollte ich eben fragen, hilft dir das eventuell quasi auch in der Arbeit beim Summer Breeze oder andersrum? Was richtig viel hilft, ist, andere Festivals zu sehen, von einer Perspektive, die deutlich mehr ist als vom Besucher. Mhm. Das ist tatsächlich vom Summer Breeze aus auch ein Auftrag, den wir uns selbst gegeben haben, dass wenn Festivals sind den ganzen Sommer oder das ganze Jahr, dann gehen wir dahin. Mhm. Und Euroblast ist so ein Beispiel, dass man den John und das ganze Team und das Festival gekannt hat, bevor ich selber in einem Festivalmacher-Team teil sein konnte. Und dann geht man immer hin und schaut sich was ab und gibt aber auch Infos her. Mhm. Also unser Festival-Team, wir sind 16 Leute aktuell, haben sogar jetzt eine Ausschreibung am Start gehabt für Ausbildungsplätze. Das kriegen wir auch hin. Also das Team wächst noch. Und wir nehmen uns immer vor, geht euch was abschauen, aber natürlich nicht als Geheimspion, sondern Fotos machen, wie stellen die Zäune auf, wie wird die Food Corner platziert, was kommt über die Bildschirme zwischen den Bands. Da ist ja oftmals bei einem Festival in Norwegen eine Innovation, die man in Köln nicht sieht, und dann fährt man mal irgendwo anders hin und sagt, wow, geile Idee, und das gucken wir uns alle ab. Also es ist geil und das ist der Mega-Segen, dass auf Festivals gehen Teil meines Jobs ist. Ja. Und das ist einfach, das freut mich gigantisch, also wird auch mal wieder Zeit so. Und ich erinnere mich immer zum Beispiel an einen Trip nach Norwegen, wo die vom Land aus organisierte Community der Festivalmacher und der Kulturbranche halt viel, viel weiter ist als in Deutschland. Ah. Weil da gibt es einfach Zuschuss vom Staat, dass ein norwegisches Festival Festivalmacher aus der ganzen Welt einladen darf. Mhm. Oder Labels und so weiter. Und dann versammelt man sich im Backstage, der jetzt nicht super fancy ist, sondern auch auf der Wiese mit einem Pavillon drüber. Aber man hat die Anlaufstelle. Und dann spricht man über sein Festival, über Bands, über das Leben, über alles drum und dran und kommt nach diesem Festivalbesuch in sein eigenes Festivalteam und kann ein paar coole Infos mitbringen. In Norwegen hing so eine Sperrholzplatte am Bauzaun und da waren Graffiti-Künstler da, der während dem Festival Bandlogos in so einem Classic Rock Style an die Wand gepackt hat. Das war beim Tons of Rock. Dann hängt beim Euroblast eine Weltkarte, wo sich Leute eintragen können, woher sie kommen. Wenn man das auf 40.000 Leute beim Summer Breeze übertragen will, dann muss die Karte viel größer sein, aber die Idee ist trotzdem geil. Vielleicht macht man es mal als Weltkarte, die auf der Wiese liegt und die Leute können ihren Fußabdruck irgendwo reinhauen, aus welchem Land sie kommen oder so. Also irgend solche Späße. Ja. Machen trotz diesem ekelhaften Wort vom Networking halt in der Metal-Welt mega Spaß, weil im Endeffekt machen wir ja dasselbe gerade. Ja. Wir kennen uns über Festivals, egal ob wir Band, Festivalmacher, Fans sind, man kann zusammenkommen, sich besprechen und Ideen austauschen, und das ist das Wertvolle in jede Richtung. Mhm. Was ich nur irgendwann. So viel Perspektive wie nur möglich haben, genau. Damit du dann
ja, den Benefit für deine Plattform kriegst. Was ich da fragen wollte, gibt es da für deutsche Festivals oder so, gibt es da kein Forum, wo die Festivalmacher zusammenkommen und sagen so, und was seid ihr so drauf gekommen in den letzten Jahren? Ich habe das Gefühl, dass es langsam vorangeht. Okay. Die Vielfalt von den Festivals in Deutschland und mit 86 Millionen, 87 Millionen Einwohnern, sind die Geschmäcker ja auch so krass divers, dass wenn dann Festivalmacher beim Reeperbahn-Festival in Hamburg sich treffen, dann wird es teilweise so allgemein, dass wenn man schon ein gewisses Level an Professionalität erreicht hat, dass es einem zu allgemein ist. Mhm. Dass also diese Metal-Festival-Runde mit ähnlich großen Festivals, bei uns wäre es jetzt greifbar, im Ablauf ist Wacken, Force, ist Full Force und ja. Ein paar andere Festivals, die gleiche Größe haben, gibt es ja dann schon gar nicht mehr. Mhm. Wenn man aber zu denen Kontakt aufnimmt und spricht, dann lernt man natürlich immer was dazu. Ja. Aber in Deutschland ist ein super geiles Festivalmagazin entstanden, das heißt Höhm, H-Ö-M-E. Okay. Und die kümmern sich ausschließlich um die Festivalwelt. Und die versammeln Festivalmacher, die interviewen Festivalmacher. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass die sau viel machen. Die vergeben auch Festivalpreise auf dem Reeperbahn-Festival. Die kümmern sich richtig, dass sie journalistisch fundiert aufarbeiten, was so beim Festival abläuft, reichen aber auch andauernd die Hand, dass Festivalmacher was dazulernen, weil Wacken zum Beispiel ist vom Summer Breeze fast so weit weg wie Mailand, glaube ich. Mhm. Also könnte man schon sagen, man schaut nie in den Süden, welche Konkurrenz es gibt. Deshalb können wir ganz klar sagen, wir müssen auch nicht nach Wacken schauen, weil die sind super weit weg. Die Antwort ist, es gibt genügend Metal-Fans weltweit, dass alle Festivals, die geil organisiert sind, ausverkaufen. Also da glaube ich fest dran. Ja. Weil der Bullshit wird aussortiert. Wenn jemand sagt, ich mache jetzt ein Festival und will so schnell wie möglich viel Geld rausholen, spar in der Produktion, hab keine Zeit mit meinen Fans zu sprechen, dann machen die Festivals das 2 Jahre ja, oder so. Die Fans checken das und die reden ja untereinander auch und die sagen so, ja, Quali ist irgendwie scheiße. Ne? Genau. Ja, und das geht sehr schnell. Das zu besprechen mit anderen Festivalmachern ist immer super aufschlussreich, weil ja. Da gibt's, das ist auch ganz schwer, das so einzuteilen, weil teilweise sind Summer Breeze Fans Festivalmacher an anderer Stelle und Festivalmacher beim Summer Breeze sind einfach Fans von anderen Festivals. Mhm. Das Partisan habe ich vorher vergessen zum Beispiel. Mhm. Man kennt sich und ist eigentlich Fans von dem, was die machen und was für ein Programm sie aufstellen. Alles vermischt, also total nicht wie eine Pyramide organisiert, sondern einfach ein großer Kreis, ja. Wo auch die Fans mit reinkören. Cool, sehr cool. Okay, verstehe. Krass anderes Thema, weil ich dir da auch sehr intensiv folge. Und zwar, du bist ja nicht nur Social Media Dude und Musiker, sondern du hast vor ein paar Jahren sehr intensiv mit der Malerei begonnen. Weißt du, wann das war? Ungefähr? Wie lange? Ungefähr. Seitdem ich Kohle verdiene. Also, weil ich. Ich hau so im halben Jahr ein Monatsgehalt nur für Malerei-Equipment raus. Ja. So, und ich habe schon im Studium gemalt, aber auf Papier und kleinformatig. Mhm. Und wirklich Leinwand kaufen, literweise Farbe. Das war nicht. Das war einfach nicht an meinem Horizont sogar. Mhm. Und dann mit dem Job beim Summer Breeze war es tatsächlich so geil, ich kriege jeden Monat Kohle. Jetzt kann ich mir auch immer wieder neue Farbe, neue Leinwand kaufen. Ja. Weil ich kaufe kaum Sachen außer Vinyl, Merch, richtig gutes Essen,
und Zeug zum Malen. Ja. Gitarre ist da, auf die passe ich auf, aber die kostet nicht andauernd Geld. So richtig. Und als ich da so das Level erreicht habe, dass ich mir Malzeug kaufen kann, ging es richtig los. Das war so vor 5 Jahren. Okay. Ja, wie gesagt, ich verfolge dich da und ich finde das richtig, richtig cool und richtig spannend. Und ein Ding, was mir in letzter Zeit immens auffällt, ist halt immer Meldungen, soll ich sagen, von externen, von Leuten, die halt nicht so initiiert sind in diese Art von Kunst. Ja? Ist jetzt wurscht, ob es jetzt tatsächlich die Malerei ist oder Musik oder I don't know, irgendwas halt. So, da ist man dann oft so Klischeefragen ausgesetzt. Eben so, wie zum Beispiel, ja, bist du denn gut darin oder was verdienst du damit oder kann man davon leben oder gerade in der Malerei, ja, dann machst du mal eine Ausstellung. Und in letzter Zeit mache ich mir viele Gedanken darüber, wie man damit umgeht und wie man das Mindset von den Leuten, die das nicht aktiv tun, wie man das irgendwie aufarbeiten kann, dass es nicht immer um die Leistung oder um die Vermarktbarkeit von dem geht, sondern einfach oftmals nur, dass man das machen muss für sich selber. Naja, egal, ob man gut ist oder das technisch richtig macht und so weiter. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen eine komplexe Frage mit einer Tangent, aber... Voll geil. Ja, also, halt schon die Schnauze. Geht schon, du bist dran. Nee, das finde ich mega gut, weil sich Gedanken drüber zu machen, was man tut, ist ja grundsätzlich super wichtig bei allem. Immer mal wieder zu sagen, warum mache ich das? Mhm. Und wenn man sich die Frage schon nicht super selbst beantworten kann, wird es viel einfacher, dass man es anderen nicht beantworten muss. Mhm. Also, oder man findet für sich selber raus, warum man es macht und kann das relativ einfach dann kommunizieren. Also, wenn mich beim Malen jemand fragen würde, kannst du davon leben oder irgendwann davon leben, dann sehe ich es eher so, dass wenn ich das Hobby habe, joggen zu gehen, was ich nicht habe persönlich, aber hätte ich das Hobby, dann fragt niemand, wann machst du damit Geld? Oder deine kleine Cousine reiten geht, und dann fragt niemand, ja, wird die mal so eine gute Reiterin, dass sie Kohle damit verdient? Ja, da gibt es dann andere Fragen, so wie, keine Ahnung, wenn man laufen geht, ist immer so, ja, und wie lang und in welcher Zeit und warum machst du das und was ist dein Ziel und sowas halt, ja, und wie willst du deine Leistung verbessern und wie trainierst du und bla bla bla. Ich sage, ja, okay, gut, das ist interessant und alles. Aber das ist so oftmals, ja, wenn man dann antwortet, ja, ich gehe halt einfach laufen, weil es gibt diesen einen Benefit, dass ich fit und dadurch gesünder bin und das ist es, wird man oftmals dann schief angeschaut, so auf, ja, aber wo sind deine Ziele? Warum machst du es dann einfach, wenn du dich nicht verbessern willst? Ja? Solche sehr oftmals wiederholenden Fragen, gerade von Leuten, die dann meist eh nicht so in dem drin sind, ja. Ich weiß nicht, was das für Leute sind. viele. Ich nenne sie mal Zivilisten. Ja, da ist was dran, dass es viele davon gibt. Ja. Immer sehr, sehr Leistungssteigerung aufbauend halt, ja. Ja, aber das haben wir alle in unser Gehirn reingekriegt, in unserem Schulsystem. Ja, das ist richtig. Klasse 7 in Mathe macht man was man unbedingt machen muss, damit man Klasse 8 und dann 9 Klasse und so weiter. 8, ja. Ich habe nach Klasse 7 in Mathe abgeschaltet, es hat trotzdem funktioniert. Ja. Also Lehrer hassen diesen Trick. Vorne links in die erste Reihe sitzen, der Lehrer sieht dich beim Reinkommen super früh, dann meldet man sich die ersten 5 Minuten, die letzten 5 und dann hat er in seinem Kopf, der war immer präsent. Der Shit, ja, voll, ja. Den Approach kann ich nur Seal of Approval. Ja.
Da könnten wir jetzt einen riesen Fass aufmachen, aber das sind dann Denkstrukturen und Belief Systems. Mhm. Oh, da könnte ich euch nachher noch ein paar Links durchlassen vielleicht. Ja, bitte. Da gibt es einen Philosophen, von dem habe ich auch mal für ein Brandhorde-Album und ein Fuck You and Die Song, glaube ein paar Zitate rausgelassen. Mhm. So. Und es geht total in die Richtung, dass wenn man seinem eigenen Belief System nicht vertraut, dann erst recht nicht dem, und er kürzt mit BS ab, dem BS von anderen Leuten, sondern immer wieder evaluieren, was macht das Sinn? Warum denke ich was? Und zwar ist es schwer, man muss sagen, immer mal wieder anstatt andauernd. Weil wenn man andauernd überlegt, warum mache ich das, dann sitzt man halt am Morgen da. Und ja, voll. Dann hat man auch keine Zeit und Energie für tatsächlich etwas anderes, wenn man dann sich stetig mit dieser Frage, ja, warum mache ich das? Ja, weil und dann wird es befreiend, wenn man merkt, dass das, was man macht, einfach das Machen an sich Spaß macht. Und das meine ich, ja. Und ich habe aber oft das Gefühl, dass das keine valide Antwort ist. Oft. So, ich mache halt, weil ich mache. Ficken, ganz ehrlich. So. Darf ich dich da zitieren? Irgendwas, ja. Ja, bitte ficken Sie sich. Ganz ehrlich, zieh's dir rein, wenn du, du startest eine Band als 16-Jähriger oder 15-Jähriger, wenn man mit dem Mofa zum Kumpel fahren kann. Und wenn dann jemand fragen würde, warum macht er das? Dann und nicht zufrieden ist mit der Antwort, abhängen, grillen, Songs nachspielen von unseren Helden. Ja. Und der dann sagt, ja, aber willst du nicht lieber in die Gitarrenschule und dann irgendwann mal Gitarrenlehrer selber werden? Und so, was? So. das ist so, und deshalb auch das drastische Wort ficken. Die Leute nehmen sich raus, den anderen zu sagen, ihre, was wert hat. Und ihre was Lebensziele vorzugeben. Ja, ja, voll. Yes, sir. Und das kann man wirklich auf alles übertragen. Und ich ziehe oftmals die Parallelen von der Malerei zur Musik. Welche Bands, die wir am geilsten finden, haben einen Hochschul-Background in Musik studieren? Das wissen die meisten nicht. Mhm. Es ist auch egal. Vielleicht gibt es Vola mit gut trainierten Musikern hier und dann gibt es ein paar andere, die haben Bass studiert und sind halt mega gut. Aber war nicht, wenn man. Die Textures waren ja auch alle Ausgebildeten und Studierte, glaube ich. Aber ich glaube wirklich alle. Oh, ja, crazy. Bitte. Aber wenn du jetzt jemand das Album zeigst von der Band und es hört jemand an und sagt dann als erstes, haben die denn alles studiert, was die da spielen? Obwohl es dir gefällt. Ja. Und jemand sagt, die sind nicht studiert und du legst die CD deshalb weg, dann kannst du dich auf jeden Fall finden. Ja, weil es macht keinen Sinn. Da ist überhaupt keine emotionale Verbindung da, die man in irgendwie was Rationales dann auch noch bringen kann. Weil bei der Kunst habe ich so Aussagen gehört in irgendwelchen Talks, ich würde niemals Kunst von einem Künstler kaufen, der nicht professionell ausgebildet wurde. Okay, das ist ein wenn ziemlich hartes Wort. Wenn er dann noch dazu sagt, dass nur ausgebildete Künstler wertvolle Kunst in Sachen Aktie herstellen können, dann finde ich es okay. Dann ist er aber kein Kunstliebhaber, sondern dann ist es so ein Aktienfan. Ein Stockbro. Ja. Aber Der mag dann Anlagegüter kaufen. Also Kunst als Anlagegut. Ja, ist auch legitim in Wahrheit. Ja, halt nicht so präferiert, aber okay. Genau, kann man auf jeden Fall machen, wenn er das dazu sagt. Aber wenn er sagt, boah, das Bild gefällt mir mega, aber ich kauf's nicht, weil der... Der war nicht an einer Kunsthochschule. Oder der war an einer schlechten. Oh, weißt du? Okay, ja, voll. Next level shit. Ja, voll. Pflichtig dabei. Ja, cool. Sehr, sehr profunde Antwort. Von meiner Seite war's das jetzt mal. Hast du noch etwas zum Sagen für unsere Hörerschaft, die 250 Leute in der Wiener Metal-Szene oder mehr?
dass auf jeden Fall jeder zählt, komplett jeder eurer Hörerschaft. Und dass sie bitte aufpassen sollen, und das richte ich auch an uns, an mich selbst. Das passiert nämlich aktuell bei Podcasts, dass Leute, anstatt sie selber was Gutes machen, sagen sie, es macht ja jeder einen Podcast. Das passiert bei der Kunst schon lang. Das kann ja, also wenn es abstrakte Kunst ist, dann heißt es oft, es kann ja ein Kind malen. Ha, dann lass es dein Kind doch malen, wenn es Bock drauf hat. Oder malt selbst, wenn du Bock drauf hast. Aber zu sagen, dass man was nicht so gut findet, weil es jeder kann, ist das Dümmste überhaupt. So, jeder kann eine Band gründen, das stimmt. Jeder kann malen, das stimmt. Jeder kann einen Podcast starten. Nur, wenn man dann aufpasst und einfach mal reinhört und hinschaut, kann man sich ja selber ein Bild davon machen, ob man es geil findet. Und was ihr macht, finde ich geil, weil man da so ein bisschen neue Perspektive sich nebenher im Tagesverlauf mit einwurzeln kann. Also da, man hört jemand zu, wo man schon die Hürde von, was macht er denn so, überschritten hat, weil man weiß, was ihr so macht, wenn man sieht, was für Gäste bis jetzt dabei waren. Voll, ja. Und deshalb ist eine Empfehlung an alle, die Bock haben, Kontakt zu knüpfen, mit Leuten abzuhängen, egal woher die kommen, egal wie alt die sind, finde ich super gut, weil das verbindet uns und macht dann im Endeffekt das Wichtigste aus, dass wir irgendwie gemeinsam wachsen. Genau. Ja. Ja, voll. Das war auch unser Mission Statement, dass wir Personen vorstellen, die halt bestimmte Funktionen haben. Ich meine, vorab im Metal Underground oder eben Sachen organisieren, Content Creator sind, bla 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 bla. Und das werden wir dieses Jahr auch forcieren. Also man wird mit definitiv den Peter, den Thomas und mich weniger alleine reden hören, sondern wir holen uns halt Leute, die richtig was am Kasten haben. Und habt ihr doch auch? Ja, schon. Aber ich habe das Gefühl, wir haben in den letzten zwei Jahren uns genug Platz genommen, um über uns zu reden und unsere Ansichten. Und jetzt nehmen wir uns ein bisschen zurück und geben mehr Platz an coole Gäste ab, die dann quatschen können. Ne? Danke, dass du mich auch damit reinnimmst. Sicher. Danke an euch. Viel zu spät. Viel zu spät, in Wahrheit. Ach, aber ziehst dir rein. Wir haben, glaube ich, 2015 oder 2016 das erste Mal überlegt, ob du Fotos machen willst von meiner Black Metal Band. Da hast du mal geschrieben, ob du ein Giuliano und mich irgendwann mal vor die Linse kriegst. Ja, ja. Und dann habe ich mir Jörg Wien, Fotograf, abgespeichert. Und jetzt ist 2021 und mir könne ja alles sein, was mir wolle, wenn man es einfach nur starte. So, ich denke. Stimmt. Oh, total deep, oder? Voll. Und mit diesen deep Statement würde ich sagen, beenden wir die Episode heute. An dieser Stelle ein fettes Dankeschön an die beste Klangfarbe der Welt, der coolste Musikstore in Wien, die uns supporten mit natürlich Gear, aber auch mit der Promotion. Und ja, Roman, du noch abschließende Worte? Ladet bitte mal Influencer Dave ein in Big Boys Podcast. Influencer Dave? Ja. Okay, das war ein Shoutout, ja? Ja, aber der Influencer Dave ist aus Wien. Okay. Sag bloß, dass du ein Influencer Dave noch... Ich blank gerade voll. Also dann dürfte mich voll nicht, geil. Dann dürfte mich nicht influence. Vielleicht kenne ich ihn eh, aber vielleicht nicht unter Influencer Dave. Ich schicke dir auf jeden Fall einen Link und sag sheesh. Okay. Ist notiert. Passt, dann war es für heute. Danke fürs Zuschauen an alle Big Boys und Girls da draußen. Danke an dich, mein Dude. Und ja, bleibt massiv, stay big, bis zum nächsten Mal. Du bist cool. Ich stoppe das Recording.